Stelle dich wieder in die Berghaltung und schließe deine Augen. Arme hängen locker am Körper, Schultern, Nacken, Stirn und Kiefer sind ganz entspannt. Ziehe mit der nächsten Einatmung beide Schultern hoch zu deinen Ohren. Lasse sie mit der Ausatmung fallen. Einatmen, ganz nach oben ziehen. Ausatmen, lösen. Und noch einmal. Ziehe die Schultern mit der Einatmung nun vor der Brust zusammen. Ausatmen, loslassen. Einatmen, zusammen. Ausatmen, lösen. Und noch einmal. Bringe deine Schulterblätter so weit wie möglich zusammen. Ausatmen, loslassen. Einatmen, öffne deinen Brustkorb. Ausatmen, lösen. Und ein letztes Mal. Ziehe mit der nächsten Einatmung die Schultern wieder zu deinen Ohren. Halte die Stellung und atme tief. Ausatmen, lösen. Noch einmal nach vorne, spüre die Spannung im oberen Rücken. Und lösen. Ziehe deine Schulterblätter kräftig zusammen, halte die Stellung, spüre den Freiraum im Brustkorb. Und loslassen. Lege deine Fingerspitzen sanft auf deine Schultern. Bringe die Ellbogen zusammen und zeichne mit den Ellbogen weite Kreise. Ganz langsam und bewusst. Atme tief und ruhig und spüre in deine Schultern hinein. Nun noch einmal zur anderen Seite. Versuche den Radius Stück für Stück zu erweitern. Löse die Stellung. Ziehe nun deine rechte Schulter hoch. Greife mit deiner linken Hand fest in deinen Schultermuskel und halte ihn fest. Lasse die Schulter wieder locker nach unten fallen und beginne ganz langsam und bewusst mit deiner Schulter kleine kreisende Bewegungen zu machen. Achte darauf, dass du den Muskel fest dabei in der Hand behältst. Wechsle dann die Seite. Achte auch auf der linken Seite darauf, dass du den Muskel fest in der Hand behältst. Sollte er dir entgleiten, so beginnst du von vorne. Ziehst erst wieder die Schulter ganz nach oben und greifst nach dem Muskel, bevor du mit dem Kreisen beginnst. Löse nun auch die linke Seite. Lege deine rechte Handfläche zwischen deine Schulterblätter. Und ziehe mit der linken Hand ganz sanft an deinem rechten Ellbogen. Der Rest des Körpers ist ganz gerade und entspannt. Jetzt die andere Seite. Atme tief und genieße die Dehnung.
Löse die Stellung. Bringe nun deine rechte Hand zwischen deine Schulterblätter und hake von unten deine linken Finger in die deiner rechten. Sollten sich deine Hände noch nicht berühren können, kannst du einen Gurt oder ein Stofftaschentuch zur Hilfe nehmen und dich so Stück für Stück mehr in die Haltung ziehen. Löse langsam die Stellung und wechsle die Seite. Atme langsam, tief und bewusst in den Bauch ein und wieder aus. Achte darauf, dass diese Seite die gleiche Dehnung erfährt wie die vorherige. Löse dann auch auf dieser Seite die Stellung und lasse deine Arme ganz sanft und locker von rechts nach links schwingen. Versuche dich aus der Hüfte heraus zu drehen. Deine Arme werden automatisch folgen. Komme zurück zur Mitte, halte deine Augen noch einen Moment geschlossen und bringe deine Aufmerksamkeit in deine Schultern.